Moin zusammen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem T3 Kanal. Nachdem das Interesse vom Snapmaker 2.0 immer noch recht groß ist, gleichzeitig aber einige von euch als Vorbesteller immer noch auf ihren Snapmaker warten müssen, habe ich mich dazu entschieden, einfach noch ein paar weitere Videos zum Snapmaker zu machen. Heute möchte ich die Frage klären, wie gut kann man denn diese Carbonplättchen fräsen und ist das denn überhaupt möglich, Aluminium zu fräsen? Zusätzlich werde ich noch ein paar von meinen neuen Werkzeugen vorstellen. Nun, viel Spaß beim Video! Zunächst möchte ich euch meine neuen Werkzeuge und Spannzangen vorstellen. Als zusätzliche Schaftfräser habe ich mir ein Set von 10 Fräsern mit dem Namen Genmitsu von SignSmart bestellt. Die Schaftfräser besitzen einen Schnittkantendurchmesser von 0,8 bis 3 mm, eine Schneidelänge von 12 mm und eine Gesamtlänge mit Schaft von 37 mm. Der Schaftdurchmesser beträgt 3,175 mm, also 1/8 Zoll. Als Material wird von einem nicht näher spezifizierten Hartmetall mit blauer Nanobeschichtung gesprochen. Die Fräser eignen sich nach Herstellerangabe für die Bearbeitung von Holz und Kunststoffen sowie das Fräsen von Leiterplatinen. Metalle sind hingegen beim Hersteller nicht als geeignete Materialien aufgeführt. Vom gleichen Hersteller habe ich mir zudem 10 Gravierstichel gekauft, die alle eine Spitze von 30 Grad mit einem Durchmesser von 0,1 mm besitzen. Der Schaftdurchmesser besitzt ebenfalls 3,175 mm. Damit sind die Werkzeuge auch für die Original-Spannzange des Snapmakers geeignet. Beide Sets sind für unter 15 Euro erhältlich und damit recht günstig. Beide Werkzeuge habe ich in den nachfolgenden Beispielen eingesetzt und war bisher mit der Qualität und Haltbarkeit recht zufrieden. Eine detaillierte Aussage ist jedoch erst nach einem längeren Testzeitraum sinnvoll. Für die Verwendung von Werkzeugen mit einem anderen Schaftdurchmesser habe ich mir darüber hinaus noch ein Set von Spannzangen von einem No-Name-Hersteller besorgt, die kompatibel mit der ER11-Aufnahme des Snapmakers 2.0 sind. Die Spannzangen besitzen Bohrungen für Werkzeugschaftdurchmesser von 1 bis 7 mm. Beim Einsetzen der Zangen in das Spannfutter bzw. die Spannmutter fällt auf, dass nicht alle Teile gleichermaßen gut sitzen, wie die Originalspannzange von Snapmaker. Dennoch ließen sich verschiedene Werkzeuge mit unterschiedlichen Durchmesser relativ gut in den Snapmaker einsetzen. Alle Werkzeuge besitzen hierdurch einen ausreichend festen Sitz und bei der Konzentrizität sowie der Koaxialität konnte ich bei den ersten Versuchen keinerlei größere Abweichungen feststellen. Somit kann ich solche günstigen Spannzangen durchaus empfehlen. Für die Anwendungen des Snapmakers im Hobbybereich sind diese ausreichend. Kommen wir nun zu den angekündigten CNC-Beispielen mit den Materialien Aluminium und CFK, also carbonfaserverstärkten Kunststoffen oder auch kurz gesagt Carbon. Für das Beispiel mit den CFK-Platten habe ich mir das VW-Logo mit einer zusätzlichen Bohrung als Schlüsselanhänger erstellt und in das Programm Snapmaker Luben eingeladen. Bei den Einstellungen bin ich den Empfehlungen der Webseite von Snapmaker für CFK gefolgt und habe eine Gesamttiefe von 2,1 mm, eine Schritttiefe von 0,4 mm und eine Bearbeitungsgeschwindigkeit von 420 mm pro Minute gewählt. Als Werkzeug kam ein Schaftfräser mit einem Schnittkantendurchmesser von 1,5 mm zum Einsatz. Bei der Auswahl der Schnittkante habe ich zwei verschiedene Varianten gewählt. Zum einen habe ich die Außenkontur des Logos gefräst, dabei wird der Durchmesser des Fräsers berücksichtigt und in der zweiten Variante habe ich als Schnittkante die Mitte des Pfades gewählt. Zudem habe ich die Option zur Erstellung von kleinen Stegen in der Schnittkontur verwendet, sodass das Material bis zum Ende nicht verrutschen kann. Die ausgeschnittene Kontur lässt sich am Ende leicht mit der Hand oder einer Feile aus der CFK-Platte heraustrennen. Danach habe ich alle Daten per USB-Stick auf den Snapmaker übertragen. Das Material habe ich fest eingespannt und als Arbeitsursprung den Mittelpunkt der Platte gewählt. Zudem habe ich kontrolliert, dass der Fräser nicht in die Spannböcke fährt. Dann ging es auch schon los. Bitte berücksichtigt, dass beim Fräsen von CFK und ähnlichen Materialien kleinste Partikel in die Luft gelangen, die schädlich für die Lunge sind. Am besten verwendet ihr daher ein Gehäuse oder eine Absaugung. Hierzu haben sich bereits andere Anwender clevere Lösungen erstellt, die ihr auf YouTube und Thingiverse finden könnt. Die Unterschiede der zwei verschiedenen Schnittpfade lassen sich am Ergebnis gut erkennen.
Der Abstand zwischen dem V und dem W war so klein, dass bei der Verwendung des äußeren Schnittpfades nicht genug Platz für den Fräser dazwischen war, sodass dieser Teil nicht bearbeitet werden konnte. Abhängig von der eigenen Anwendung sollte man dies bei der Erstellung berücksichtigen und im Programm Loom den Verfahrweg des Fräsers im Vorfeld kontrollieren. So erhält man im Nachgang keine Überraschungen. Mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden. Ein wenig habe ich die Kanten insbesondere an den Stellen der Stege nachgefeilt. Als zweites Beispiel wollte ich die Möglichkeiten mit einer 1 mm starken Aluminiumplatte testen. Offiziell sind weder der Snapmaker noch das Werkzeug für eine Bearbeitung mit Metall gedacht. Dennoch wollte ich hiermit ausprobieren, ob nicht dennoch kleine Anwendungen möglich sind. Dazu habe ich zum einen mein T-3 Logo in das Aluminium graviert und zum anderen ein einfaches T ausgefräst. Zum Eingravieren meines T-3 Logos habe ich dieses wieder in das Programm Loom als Kontur eingeladen. Als Einstellung habe ich eine Gesamttiefe von 0,1 mm, eine Schritttiefe von 0,02 mm und eine Bearbeitungsgeschwindigkeit von 300 mm pro Minute gewählt. Als Werkzeug kam eine meiner neuen zuvor erwähnten Gravierstichel zum Einsatz. Das Ergebnis war aufgrund der sehr niedrig gewählten Gesamttiefe und der nicht ganz ebenen Arbeitsplatte nicht ganz so gut zu sehen. Dennoch lassen sich meiner Meinung nach auf diese Weise auch weiche Metalle ganz gut gravieren. Zum Ausschneiden eines Ts habe ich den Texteditor im Programm Loom verwendet. Als Einstellung habe ich hierbei eine Gesamttiefe von 1,1 mm, eine Schritttiefe von 0,2 mm und eine Bearbeitungsgeschwindigkeit wieder von 300 mm pro Minute gewählt. Als Werkzeug kam ein Schaftfräser mit einem Schnittdurchmesser von 1 mm zum Einsatz. Aufgrund der gering gewählten Schritttiefe zur Schonung des Werkzeugs musste der Fräser mehrere Durchgänge machen. Das große Problem beim Fräsen von Metallen ist die Hitze, die beim Schneiden am Werkzeug entsteht. Wird dieses nicht gekühlt, wird das Werkzeug schnell beschädigt und der Fräser somit stumpf. Daher habe ich bei meinem Beispiel ein zusätzliches Schmiermittel zur Kühlung verwendet. Dies hat zwar ganz gut geklappt, aber eine kleine Vorrichtung mit einer automatischen Zuführung von geeignetem Kühlmittel könnte das Ergebnis und auch die Verwendung einer größeren Schritttiefe sicherlich verbessern. In beiden Fällen muss man bei der Bearbeitung von Aluminium sagen, dass die Werkzeuge hierfür sicherlich nicht geeignet waren. Dies konnte man an der Abnutzung sehen. Dennoch lassen sich damit kleine Dinge im Hobbybereich ausführen. Bei den niedrigen Preisen dieser Werkzeuge ist der Verschleiß verschmerzbar. Bei härteren Metallen fällt das Ergebnis sicherlich etwas anders aus. Ein Vergleichstest mit metallgeeigneten Fräsern wäre an dieser Stelle noch sinnvoll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt weitere Eindrücke vom Snapmaker erhalten. Falls ihr noch Fragen oder bestimmte Wünsche zu weiteren Videos habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis die Tage und macht's gut!